Hi-ho, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, willkommen zurück zu Baldur's Gate. Wir sind in der letzten Folge in Berikost angekommen. Und ich merke gerade, meine Ton ist zu laut eingestellt. So. Oh, es ist Krappenacht. Nichts leichter als das. So, wir sind in Berikost angekommen. Gucken erstmal in das Fass. Weil das da so schön rumsteht. Ist aber nichts drin, natürlich nicht. Ja. Unser erstes Ziel im Berikost ist Tranzig. Genau. Tranzig in Feldposts Wirtshaus. Oh, und Zeug loswerden. Sollten wir auch unbedingt. Gut. Haben wir identifizieren? Nein, haben wir nicht. Die Pfeile können wir auch noch nicht identifizieren. So, gut. Suchen wir mal Feldposts Wirtshaus. Das soll, wie wir erfahren haben, hier in dem Gebiet der Stadt sein. Dort schauen wir und hören wir uns dann mal um. Und gucken mal. Das sieht schon mal ganz gut aus. Oder auch nicht. Hier sind wir aber schon ganz im Süden. Nein, wir müssen wahrscheinlich weiter nach Norden. Ah, da ist ein großes Gebäude. Das könnte Feldposts Wirtshaus sein. Und eine Kurtisane. Was macht eine Kurtisane in der Nacht auf der Straße? Möchtest du gerne etwas Aufregendes erleben, Liebling? Nein, danke. Keine Kurtisanen. Und das hier ist Feldposts Wirtshaus. Genau, das steht jedenfalls auf dem Schild. Also, wir wollen Tranzig finden hier. Ihr da, raus jetzt! Ich will euch hier nicht mehr drin haben! Hey, ihr da, verschwindet euch Gesindel, wie euch kann ich hier nicht gebrauchen. Hey, sagt sie ihnen Marl? Ja, gibt sie ihnen Marl. Gut. Beinahe unter meiner Würde. Wir ignorieren den Typen einfach mal. Und fragen. Ja? Mit mir. Sprecht ihr mit mir? Hey, ich hab euch doch gesagt, ihr sollt euch verdünnisieren. Wir können keine Fremden gebrauchen, die hier Unruhe stiften. Entschuldigung, ich möchte keine Schwierigkeiten, ich gehe einfach nur meinen Weg. Da ist die Tür. Verkriecht euch wieder in das Loch, aus dem ihr gekommen seid. Das hier ist ein Wirtshaus für ehrlich arbeitende Menschen. Macht euch lieber nützlich, statt hier rumzulungen und anderen Leuten auf die Nerven zu fallen. Bitte was? Nichts leichter als das. Ich habe definitiv mehr Kohle als du. Also kann ich mich auch nützlich machen. Also, was habt ihr anzubieten? Bei mir ist das Bier billig. Okay, wir könnten hier königlich schlafen. Räuberskalpe verkaufen, aber die können wir bei der Wachhauptfrau im windigen Schwindler eher verkaufen. Kompositlangbogen kann immerhin leider nicht benutzen. Er hat schon ein paar nette Sachen. Zweihändiges Schwert brauchen wir zurzeit nicht. Bastardschwert plus 1 bringt auch nichts. Kettenhemd plus 1. Streitaxt, Flegel, nö. Gucken wir lieber mal. Ja, genau, wir können hier unseren Schmuck absetzen. Und alle sonstigen Sachen, die wir nicht brauchen. So. Du hast nichts mehr. Du hast die Tränke, die wir noch gebrauchen können. Du hast nur Pfeile. Und du hast die Sachen. Okay. Gut. Tranzig wird sich wahrscheinlich nicht hier oben, hier unten aufhalten. Was wollt ihr? Gut. Wir schauen einfach mal nach oben. Wenn wir nicht blockiert werden. Ach ey, das kann jetzt dauern. Gut. Fragen wir einfach mal rum.
ob hier irgendjemand Tranzig heißt. Sieht schon mal sehr nobel aus hier überall. Ihr habt wie befohlen. Du solltest am besten auch in das Zimmer reinkommen. Was? So, wer bist du? Sieht so aus, als ob die da Ärger wollen. Den können sie haben. Er klingt schon mal wie ein alter Kreis. Warum stört ihr mich? Könnt ihr nicht sehen, dass ich dabei bin, so schnell wie möglich aus dieser verdammten Stadt rauszukommen? Okay. Der macht sich schon mal verdächtig, weil er so abhauen will. Vielleicht solltet ihr uns erzählen, warum ihr es so eilig habt. Ich werde euch gar nichts erzählen. Zischt ab. Kein Grund, höflich zu sein. Wir waren nur neugierig. Nein, so leicht werdet ihr uns nicht los. Wir wissen, dass ihr nichts Gutes im Schilde führt. Nun erzählt uns alles, was ihr wisst. Ihr wisst, was ich anstellen will, ja? Aber vielleicht wisst ihr noch nichts von meinen magischen Fähigkeiten. Vielleicht klappt ihr mir ja nicht. Aber wenn ihr nicht innerhalb von 5 Sekunden verschwindet, niete ich euch um, dass euch Hirn und Seelen vergeht. Vor einem Magier fürchten wir uns nicht. Ihr, magische Kräfte, leider haben wir da unsere Zweifel. Los, ergibt euch endlich, oder wir machen ernst. Ich habe euch gewahrt. Jetzt werdet ihr zahlen müssen. So, Tagebuch aktualisiert. Ich habe gegen Tranzig in Felsbors Wirtshaus gekämpft. Nein, habe ich noch nicht. Das lesen wir danach. Ja? Leider bist du jetzt dran, Tranzig. Ich gebe auf. Lasst mich bitte am Leben. Ich werde euch alles sagen. Gut, er gibt auf. Das hat Malahi aber damals auch getan. In den Minen von Nashkel. Und hat uns dann einfach eine wilde Horde auf den Hals gehetzt. Und da er mit Räubern und Kobolden und so weiter im Bunde steht, sollten wir eigentlich keine Gnade walten lassen. Aber Talisa ist noch nicht ganz so hart drauf. Wir sagen, dann spuckt es aus. Wenn uns eure Geschichte zufriedenstellt, werden wir euch am Leben lassen. In Ordnung, ich rede ja schon. Ich bin Kurier für einen Mann namens Tatzok, das wissen wir schon. Ich übermittle nur Nachrichten zwischen ihm und einem dicken Zauberer namens Malahi. Der war eigentlich ein Priester. Ich treffe mich mit Tatzok entweder bei Peltrail oder Lastwood. Er ist nicht vom freundlichen Arm. Tatzok zahlt gut, also halte ich die Schnauze. Kann ich jetzt gehen? Wo können wir diesen Tatzok finden? Tatzok? Den findet ihr im Schafzahnwald. Er ist Anführer von 2 Räuberbanden. Die verlegen ihr Lager ständig, sodass ich nicht sagen kann, ob ihr sie finden werdet. Kann ich nun gehen? Los, geht mir aus den Augen. Ups. Ja. Entschuldigung. 97 Erfahrungspunkte dafür, dass wir jetzt 30 getötet haben. Also. Ich habe gegen 30 in Feldposts Wirtshaus gekämpft. Ich vermute, dass er mit den Räubern unter einer Decke steckte und wusste, wo ihr Lager war. Ich dachte mir, er würde eher Informationen rausrücken, wenn ich ihm zeige, dass ich es ernst meinte. Ich setzte Tranzig unter Druck und er gestand, dass er ein Bote für die Räuber war. Seine Aufgabe war es, Botschaften zwischen einem gewissen Tatzok und dem nun verstorbenen Malahi zu überbringen. Tranzig sagte auch, dass Tatzok der Anführer von 2 Räuberbanden ist. Sie wechseln den Standort ihres Lagers häufig, aber im Moment befindet sich es im Schafzahnwald, nördlich von Börikost und nordöstlich vom freundlichen Arm. Er sagte auch, dass er sich mit Tatzok an 2 Orten namens Peltvale und Lastwood trifft. Diese liegen östlich des freundlichen Arms. Gut. Beinahe unter meiner Würde. Hast du hier noch irgendwas rumliegen, außer das, was wir jetzt gerade geplündert haben? Also erstmal ein Stab für magische Geschosse und ein Schutzring mal wieder. Oh.
Aber ansonsten sieht es nicht so aus, als ob du hier irgendwas hättest. Ah, doch, da. Du bist hier lang. Was? Gut. So, was hast du da? Nichts. Gut. Transig. Es beunruhigt mich, dass sich Mala hier seit einiger Zeit nicht mit uns in Verbindung gesetzt hat. Ihr habt den Auftrag, zu dem Minen zu gehen und den Stand seiner Operation zu überprüfen. Davon haben wir ihn jetzt wohl abgehalten. Also ist es doch nicht so schnell zu Tatsuk durchgesickert, dass Mala hier tot ist. Darüber hinaus sollt ihr alles Eisen, das unter Umständen von den Kobolden gestohlen wurde, wieder einsammeln. Unser nächster Überfall ist sehr wahrscheinlich gegen Peltvale oder Larswood gerichtet. Also besucht einer dieser beiden Gegenden und zeigt uns, wie wir von dort zu unserem Lager zurückkommen. Ich weiß nicht, ob das falsch übersetzt ist, aber für was braucht Tatsok Transig, dass er ihm zeigt, wie man zum Lager zurückkommt? Sehr merkwürdig. Naja. Wir haben wieder Zeug zum Identifizieren. Ja, gut. Und wir haben Transig erwischt. Jetzt können wir Imuel noch losschicken. Dass sie sich in den restlichen Zimmern noch umsieht. Hier ist nur ein Adliger. Hey, ein Reisender beziehungsweise. Ich denke, der Schwachkopf. Es gibt genug andere Zimmer für euch, wenn ich bitten darf. Ich habe für meines voll bezahlt und brauche kaum jemanden, der das andere Bett belegt. Es gibt hier nur ein Bett. Oder weiter die Liegecouch davor. Sogar mit einer Badewanne und allem. Also, dass das hier ein teures, edles Wirtshaus ist, das glaube ich schon fast. Ist hier der dicke Mann drin? Nein, der ist im Augenblick hier nicht drin. Da sind nur Schwerter drin, die wollen wir nicht. Und ja, so reiche Schnösel ein bisschen auszuplündern, da hat Imuel nichts dagegen. Da ist auch nichts drin, okay. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Wo ist dieser komische Typ? Ist der hier drin bei Transig? Oder der sich jetzt, dass hier ein Toter liegt? Was willst du? Ja, mit dir wollen wir reden, ob du noch etwas weißt. Immer schön mit den Leuten reden. Das ist mein Zimmer. Ich will keine Besucher. Lass mich jetzt in Ruhe. Das ist nicht dein Zimmer. Das ist Transigs Zimmer. Beinahe unter meiner Würde. Was? Beinahe unter meiner Würde. Hat uns der Wirt noch was zu sagen? Wie wär's mit einem Whisky? Lasst euch bitte nicht sehen. Fremde sind zurzeit nicht wohlgelitten. Was wollt ihr denn? Nichts. Dort haben wir noch den Koch. Ja. Heraus aus meiner Küche, macht mir alles kaputt. Eines Tages werde ich für den Herzog persönlich kochen. Bei dem im Palast ist wenigstens nicht so viel los. Da kann man das Essen noch in Ruhe genießen. Ja, ich will nicht sagen, dass im Feldposts Wirtshaus nicht wenig los ist. Vielleicht gibt es noch interessante Leute, mit denen wir reden können, wie diese Dame hier zum Beispiel. Oh, hallo, ich bestehe darauf, dass ihr euch für eine Weile zu mir gesellt. Wenn mir eine Dame einen Trank anbietet, wie kann ich da ablehnen? Das würde Talisa nicht so wirklich sagen, selber als Frau. Ihr scheint wirklich Spaß zu haben. Mein täglicher Spaziergang macht mir echt Spaß, Hicks. Also, die ist besoffen. Ist schon Zeit für Brötchen? Und jetzt verschwindet sie gleich, genau. So viele andere auch. Was ist mit dir? Du siehst auch aus wie jemand. Der. Wichtig ist. 99 Humpen hängen an der Wand. 99 Humpen hängen an der Wand. Und wenn dann einer herumgereicht wird, dann sind es nur noch 98 Humpen hängen an der Wand. Okay, das ist dieser beliebte
dieses beliebte Lied, was eigentlich mit Milchflaschen geht. Also 20 Flaschen von Milch im Regal. 76 Humpen. Okay, es werden weniger. 38 und der fängt langsam an, komische Geräusche